Erinnert ihr euch noch an Kingdom Come Deliverance? Ihr wisst schon, dieses Videogame mit dem Mittelalter und dem Realismus und den durchgehend guten Bewertungen. Ja, genau das. Glaubt es oder nicht, es gab zu diesem Spiel ziemliche Kontroversen, weil man im mittelalterlichen Europa nur einen weißen Mann spielen konnte. Und darum, glaube ich, ist es angebracht, wenn wir einmal über Realismus in Fantasy reden. Wie Justikon in den Kommentaren beim Auswahlvideo bereits gesagt hat, es gab ein bisschen mehr bei der Kontroverse. Hauptsächlich, dass der Head-Developer darauf bestanden hat, dass es keine Schwarzen gegeben hat im Mittelalter. Aber um fair zu sein, ist es das europäische Mittelalter. Es ist nicht so, als ob es einen Haufen Referenzen gibt, dass wirklich Farbige in... Aber wenigstens hat sie nicht wie ein vollkommen unbelehrbares Arschloch benommen und Gott fucking dammit! Okay, alle Comedy beiseite. Ja, nach rigorosen Nachforschungen, was heißt etwa 2 Stunden auf Google, habe ich mehrere Quellen gefunden, die belegen, dass ja, es gab farbige Minderheiten in Mitteleuropa zur Zeit, wo dieses Spiel stattgefunden hätte. Und da in diesem Spiel ein Weltevent stattfindet und ein riesengroßer Krieg herrscht, ist es wahrscheinlich, dass fahrende Händler oder Söldnertruppen oder was auch immer da gewesen wären, die farbige Mittel gehabt hätten. Also ist das Fehlen der vereinzelten Farbigen ein Manko, weil es die historische Akkuratheit des Spiels herabsetzt. Denn ansonsten ist dieses Spiel wirklich historisch akkurat, was Shadowversity mit 1,5 Stunden Content bewiesen hat. Und es geht mir nicht primär um die große Kontroverse, sondern mehr um die kleine Kontroverse, die von Experten aufgeworfen wurde, die sich primär auf Spieleentscheidungen und Spieleauswahl des Charakters beschränkt. Nachdem wir es geklärt haben, machen wir mit dem eigentlichen Videothema weiter. Und bevor wir es mit dem eigentlichen Thema anfangen, erkläre ich eben ganz kurz, was ich mit Realismus meine. Denn im Zusammenhang mit Fiction gibt es in der Regel 2 Arten von Realismus. Historischen Realismus und internen Realismus. Historischen Realismus haben wir zum Beispiel bei der Vinland-Saga. Die Charaktere, Kämpfe, Waffen, Rüstungen, Outfits, das Leben und so weiter und so fort sind alles der Periode nachempfunden, auf der das Ganze basiert. Und das Ganze erzeugt ein Gefühl für die Zeit, in der es spielt. Während wir internen Realismus in so etwas wie zum Beispiel Avatar finden können. Es gibt zwar fantastische Elemente, die sind aber gut in die Welt eingearbeitet und beeinflussen die Welt an und für sich, also zum Beispiel die Technik, Kulturen und so weiter und so fort. Wir möchten uns heute mit historischem Realismus befassen, was uns wieder zurück zu Kingdom Come bringt. Und damit kommen wir auch zu einem Livestream von Inside Gaming, in dem über Kingdom Come gesprochen wurde. Und hier wurde unter anderem die offizielle Pressemitteilung zu der ganzen Kontroverse vorgelesen. Und die Pressemitteilung klingt in etwa so. Wir haben Historiker gefragt, es gibt keine eindeutigen Beweise für oder gegen die Anwesenheit von Farbigen, aber weil wir uns auf unsere Kultur konzentrieren möchten, stellen wir sie nicht dar. Und als Antwort darauf gab es dieses Schmankerl. I do want to point out an interesting counter-argument I've seen about that. Yep. Health potions did not exist at that time either. That's true. Yeah. So when I say historically accurate, Und das ist die eigentliche Kontroverse, über die ich reden wollte. In allen Spielen, die versuchen, historisch zu sein, sei es jetzt Kingdom Come, Battlefield 1 oder die Total War-Reihe, gibt es in vielen Fällen folgende Argumentation für Leute, die mehr Spielerauswahl möchten. Es gibt eine Spielmechanik, die nicht historisch akkurat ist, darum müsst ihr uns erlauben, XYZ zu machen. Also beispielsweise in Battlefield 1 gibt es Respawn-Mechaniken, das gab es im echten Ersten Weltkrieg nicht. Darum müsst ihr uns erlauben, komplette Bataillonen von schwarzen Frauen zu spielen. Und aus der Argumentation ergeben sich 2 Probleme. Zum einen, dass Spielinhalte und Spielmechaniken in denselben Topf geworfen werden. Und zum anderen, dass missverstanden wird, warum Realismus existiert. Kommen wir zuerst einmal zu den Spielmechaniken. Wenn man ein historisches Game hat, muss man sich die Waage halten zwischen Spielbarkeit und Realismus. Das heißt, wenn Battlefield 1 zu 100% realistisch wäre, würden sich die Fallschirme in vielen Fällen nicht öffnen, die Waffen hätten beim Laden enorme Probleme und würden ständig stocken, und nach einem Schuss ins Bein wäre man ein halbes Jahr nicht mehr kampffähig. Das wäre zwar realistisch, würde das Spiel aber vollkommen unspielbar machen. Also müssen sich die Entwickler fragen, wie nah an der Realität können wir arbeiten, ohne dass die Funktionalität des Spiels verloren geht. Diese Einbußungen im Realismus werden hingenommen, weil diese Mechaniken die Immersion nicht brechen. Oder anders gesagt, die meisten Gamer haben kein Problem damit, dass Waffen vernünftig nachladen und dass man nach dem Tod respawnt, aber dieselben Gamer würden es einem übel nehmen, wenn man im Ersten Weltkrieg Laserkanonen hätte. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen nicht-historischen Spielmechaniken, die dazu da sind, das Spiel überhaupt spielbar zu machen, und nicht-historischen Spielinhalten, die aus keinem bestimmten Grund da sind. Und es kommt erschwerend hinzu, dass die Fans von langlebigen Franchises nicht begeistert sind, wenn solche Änderungen umgesetzt werden.
Beispielsweise waren zwei der kontroverseren Charaktere im Battlefield 5 Trailer ein Farbiger mit einem Katana und eine Frau mit einem amputierten Arm, beide in den britischen Bodentruppen im Zweiten Weltkrieg. Ein anderes Beispiel finden wir in Total War Rome 2, als Creative Assembly die Spawnrate von weiblichen Generälen auf etwa 50-60% gehoben hat. Und der Grund, warum Fans wenig begeistert davon waren, war nicht irgendein gameplay-technischer Grund und genauso wenig, dass sie alle frauenhassende Nazis sind, sondern die Hauptbeschwerde war, dass ihre Immersion gebrochen ist. Sie können sich nicht in die Welt hineinversetzen, wenn es solche Sachen gibt, die eindeutig nicht in die Zeitperiode reingehören. Und das bringt uns zum Grund für Realismus in Fiction und, um genau zu werden, Fantasy. Spielt eine Handlung tatsächlich in der Vergangenheit, muss sie historisch real sein, damit ein Gefühl für die damalige Zeit erzeugt wird. Fehlt dieses Gefühl, fällt es vielen Lesern und Spielern schwieriger, sich in die Welt hineinzuversetzen. Allerdings muss man dabei darauf achten, dass historische Fakten und historische Annahmen sich nicht immer überschneiden. Oder anders gesagt, viele Annahmen über die Vergangenheit entsprechen nicht immer den Fakten. Ein Beispiel dafür in diesem Video wäre zum Beispiel, dass in Kingdom Come die Farbigen in Europa einfach komplett fehlen. Während sie in der Realität zwar wahrscheinlich existiert haben, aber eine verschwindend geringe Randgruppe gewesen sind. Ein weniger politisches Beispiel wären Waffen. Waffen werden standardmäßig als deutlich zu schwer eingeschätzt und werden häufig in falschen Zeitperioden zugeordnet. So denken beispielsweise die meisten Leute, dass Zweihänder unheimlich schwer gewesen sind, aber ein handelsübliches zweihändiges Schwert war höchstens 2 Kilogramm schwer. Das Langschwert wird generell als einhändige Waffe dargestellt, war aber zweihändig und Rapiere existierten nur in der Renaissance, werden aber generell ins ganze Mittelalter verteilt. So etwas zu tun ist zwar historisch gesehen falsch, stört aber die Immersion nicht, weil Leute es nicht besser wissen. Genauso hat man eine gewisse Freiheit, was Nahrung, Trachten, Gebäude und andere Sachen angeht, die nicht unheimlich tief behandelt werden. Die einzigen Leute, denen diese Abweichung auffallen würden, wären komplette Nerds. Aber die meisten Leser und Spieler werden die Unterschiede nicht bemerken, einfach weil das für ihr Gefühl und ihr Bild vom Mittelalter nicht essentiell wichtig ist. Das heißt, man muss nicht hundertprozentig historisch akkurat sein, es reicht historisch authentisch zu sein. Solange man die Grenzen nicht strapaziert. Und jetzt, nach 7,5 Minuten, kommen wir endlich zum eigentlichen Thema des Videos. Warum ist Realismus in Fantasy wichtig? Nun, es gibt hier 2 Angriffspunkte. Und der erste davon wäre Kontrast. Dadurch, dass wir eine sehr realistische und bodenständige Welt haben, wirken die einzelnen fantastischen Elemente besonderer. Ein gutes Beispiel dafür wäre das Lied von Eis und Feuer. Valyrischer Stahl ist etwas unheimlich Seltenes und Altes, durchdrungen von der Magie des alten Valyria. Und die Hexenmeister, wenn auch eigentlich verlacht, sind seit der Wiederkunft der Drachen unheimlich mächtige und fürchtenswerte Gegner geworden. In einem Setting mit mehr Fantasy, wie zum Beispiel Dungeons & Dragons, wäre das ein +2-Schwert und ein vielleicht Stufe 3 oder 4 Magier. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Dadurch, dass wir eine Grundlage im Realismus haben, wirken die fantastischen Elemente besonderer, auch wenn sie nicht so stark ausgeprägt sind wie in anderen Settings. Und für den 2. Angriffspunkt muss ich ein bisschen theatralischer werden. Erlaubt mir, euch nach Mittelland zu entführen. Einem Land, dem unseren vor ein paar Jahrhunderten nicht unähnlich. Wir haben Könige, Adelige, Ritter und edle Recken. Und alles war, wie es sein soll, bis zu diesem Tag. Dem Tag der schwarzen Sonne. Dem Tag, als ein gebrochener Mann zu einem König wurde. Der Tag, an dem aus Vieren 5 wurden. Der Tag, als eine Armee an Monster verfüttert wurde, um ein Opfer zu bringen. Der Tag, an dem die Magie in die Welt zurückkehrte. Und das, Jungs und Mädels, nennt man das Zerreißen des Schleiers. Hier übernimmt man eine größtenteils historisch realistische Welt und in einem gewissen Zeitpunkt passiert ein Event, durch das Magie in die Welt kommt. Berserk ist ein historisch relativ authentischer Manga gewesen. Sicher, die Rüstungen und Waffen passen alle nicht zusammen und was Guts darum schwenkt, kann man nur mit sehr viel Wohlwollen als Schwert bezeichnen. Aber alles in allem war es das typische europäische Mittelalter gefiltert durch Anime. Bis auf ein paar Elemente. Allem vorweg, Sott der Unsterbliche. Er ist einer der Handvoll Apostel, die wir vor der Sonnenfinsternis treffen. Und er ist eine Legende. Er wird der Unsterbliche genannt, weil er seit eigentlich Beginn des 100-jährigen Krieges auf so gut wie jedem Schlachtfeld rumläuft und hunderte von Leuten erschlägt. Und er kann sich in ein gehörntes, geflügeltes Bärending verwandeln.
Er ist ein Apostel, liest den Manga, es macht mehr Sinn. Worauf ich hinaus möchte ist, Berserk hat beides. Wir haben erst einen Kontrast, in dem wir ein eigentlich recht normales Mittelalter-Setting haben, in dem vereinzelt magische Elemente auftreten. Und dann haben wir einen großen magischen Umbruch, durch den die Magie in die Welt zurückkehrt. Es gibt auf einmal wieder Trolle in den Wäldern. Magie beginnt wieder zu wirken. Die Feen werden häufiger. Die Apostel kommen aus ihren Löchern und so weiter und so fort. Ich hätte mir den ganzen Kingdom Come-Scheiß sparen und gleich mit Berserk anfangen sollen, oder? Na egal. Fassen wir doch einmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Historischer Realismus hat den Sinn, das Setting eine gewisse Grundierung zu geben und ein Gefühl für die Zeit zu erzeugen. Dabei muss man sich zwischen Spielmechaniken und historischen Inhalten die Waage halten. Wie viele Spielmechaniken können wir einbringen, bevor es sich nicht mehr historisch anfühlt? Und wie nah an der historischen Wahrheit können wir arbeiten, bevor das Spiel nicht mehr spielbar wird? Nummer 2. Spielinhalte und Spielmechaniken sind nicht dasselbe. Es fällt Gamern generell sehr viel einfacher, Mechaniken zu akzeptieren, als Spielinhalte, die keinen mechanischen Grund haben. Nummer 3. Realismus in Fantasy hat häufig den Grund, eine historische Grundlage zu liefern, damit die magischen Elemente mehr herausstechen und damit wir einen Kontext dafür haben, wie ungewöhnlich sie eigentlich sind. Und Nummer 4. Realismus dient häufig als Grundlage, um einen Umbruch zu erzeugen. Man hat eine Welt, in der Magie verlacht wird und dann auf einmal reißt der Schleier und Magie ist wieder da. Und die Story handelt davon, wie die Welt darauf reagiert. Und im Fall von Ein Lied und Eis und Feuer, ob die Welt es überhaupt merkt. Ja, normalerweise laber ich nicht noch nach meinen Videos, aber ich glaube, dieses Mal macht es Sinn. Ich würde nämlich gerne eure Meinung hören zum Thema Realismus in Fantasy und allgemein gefasst Fiction. Darum lasst mir bitte einen Kommentar dazu da, wenn ihr Bock habt. Und ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, ich habe versucht, in diesem Video etwas ruhiger zu sein, etwas langsamer zu sprechen, etwas deutlicher zu sprechen vor allem. Und ich würde gerne auch dazu eure Meinung wissen, gefällt euch das wie vorher, wo ich einfach gebrabbelt und halbe Wörter verschluckt habe, aber man weiß noch ungefähr, was ich meine? Oder mögt es lieber, wenn ich ein bisschen langsamer und ruhiger rede? Und ich habe das Gefühl, dieses Video war deutlich zu politisch. Ich hätte eigentlich alles hinschmeißen und von Anfang an mit Berserk anfangen sollen. Kein Kingdom Come, kein David Wafra, kein Politikzeug, einfach nur, warum Berserk cool ist. Und realistisch und bla und blub. Das heißt, ich werde irgendwann nochmal ein Video zu Berserk machen müssen. Und zur Vinland-Saga, wenn der Anime durch ist und ich dafür dann genug Material habe. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen und flubdihu.